Sie ist erst einen Tag auf dieser Welt, aber dafür ist die kleine Spaghetti schon ziemlich munter. Und sie ist eine Exotin unter den Exoten, nämlich ein seltenes Surilama-Fohlen. Mama Shania ist stolz und auch ihre Besitzer sind überglücklich über den ersten Nachwuchs für dieses Jahr in ihrer Lama-Herde. Seit Jahren schon züchten Jens Schinze und Eva Dehr Lamas in Nordfriesland. Die kleine Spaghetti wird heute zum ersten Mal ihre 26 Lama-Tanten und Lama-Onkel kennenlernen. Und die übrigen Herdenmitglieder, die sind ungemein neu. Da kommen eigentlich in der Regel alle angerannt sofort. Da muss man dann teilweise schon eher ein bisschen bremsen. Und jeder will erstmal beschnüffeln. Die nehmen den Duft wahr, die werden sich darüber kennen, auch über die Töne, die da ausgestoßen werden, dieses leise Brummen, was da kommt. Ja, dann guckt sich jeder erstmal das neue Herdenmitglied an. Und die passen dann auch untereinander dann auf. Wenn die Mama mal überlastet ist, mal keine Zeit oder keinen Bock hat, und dann kümmert sich eine von den Tanten mit drum. Und es klappt dann auch ganz hervorragend. Also die sind da durchaus erfinderisch. Wooly und Classic Lamas haben die Hobby-Lama-Züchter. Aber ein Suri-Mädchen, das ist hier neu. Diese Suri-Lamas haben nachher so Dreadlocks, wenn sie erwachsen sind. Und deswegen haben wir halt gedacht, Spaghetti ist lustig. Das wächst bei denen, wenn die größer werden, auch bis zum Boden runter. Richtig lockig sieht das aus. Haben dadurch etwas weniger Volumen als die Woolies. Aber eben auch was ganz Exotisches. Und in Deutschland auch, oder Mitteleuropa momentan noch extrem selten. 6 Lama-Fohlen erwarten die Friesen-Lama-Züchter noch. Aber zumindest für dieses Jahr wird die kleine Spaghetti die einzige Suri-Stute bleiben.